Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Wir haben ja im letzten Part schon gesehen, dass wieder ein neuer Event-Level hochgeladen wurde. Wo ist er denn? Okay, mein Mario & Luigi Paper Jam Level, den ich ja im letzten Part gezeigt habe, wurde scheinbar schon gespielt und sogar schon kommentiert. Okay, Southwest Air Adventure. Ach ja, den habe ich ja schon im letzten Part hier unter Mitteilungen gesehen. Okay, was ist denn das für ein Level? Okay, erobere den Himmel in diesem Level, den Mario-Fans von Southwest Airlines gebaut haben. Wenn du einen Abschluss erhältst, du das Sky-Pop-Flugzeug aus Super Mario Land als Figur für den Fragezeichen-Pilz. Wie? Super Mario Land? Oh, das ist kein Wunder, dass mir der Titel so unbekannt vorkam. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht in das Spiel angelehnt. Denn Super Mario Land 1, ich habe schon öfters gehört, dass es da irgendeinen Abschnitt mit einem Flugzeug gab. Das ist ja eben irgendwie völlig abgewichen von der Mario-Serie Super Mario Land 1. Da hat er ja noch Daisy, also Prinzessin Daisy, statt Prinzessin Peach gerettet. Tja, und ich muss zugeben, Super Mario Land 1 habe ich nie gespielt. Wirklich, nein, habe ich nicht. Ich glaube, mein Onkel hat es zwar, aber selber gespielt habe ich es noch nicht. Nämlich aus dem folgenden Grund, ja, ich habe es bisher nicht wirklich bekommen. Tja, und deshalb, okay, schauen wir uns mal das Flugzeug an. Ah, noch in Schwarz-Weiß. Ja, Super Mario Land war ja eines der ersten Gameboy-Spiele, was noch ganz in Schwarz-Weiß war. Und ich habe schon öfters gehört, dass es da irgend so einen Abschnitt mit einem Flugzeug gab. Und das Flugzeug habe ich jetzt leider schon verloren. Ah, wie witzig. Okay, oh! Alter Schwede, der Level ist aber gar nicht mal so einfach. Tja, ich habe Super Mario Land 2, The Six Golden Coins, gespielt. Da habe ich auch mal so einen Aufnahmetest gemacht, damals, als ich noch nichts vom Gameboy-Player gewusst habe. Und versucht habe, das mühsamst mit Kamera abzufilmen. Da habt ihr ja gesehen, Super Mario Land 2. Aber sogar die Originalkassette. Aber Super Mario Land 1? Nein, das habe ich auch nie gespielt. Meine, keine Ahnung. Ich meine, das weicht ja auch zum Beispiel auch Super Mario Land 2. Na gut, das war mit Wario und so. Eigentlich ganz witzig, aber die Super Mario Land Serie, na gut, die wurde ja dann irgendwie fortgesetzt mit Wario Land, soweit ich weiß. Super Mario Land 3 war ja dann Wario Land 1 und der hat dann irgendwie ohne Mario Karriere gemacht. Tja, und Super Mario, die weichen halt irgendwie vom Grundprinzip ab, dass das alles im Pilzkönigreich spielt und so. Okay. Parakäfer. Schon wieder eine Parakäferwanderung. Es war schon eine im Jahr 2015, nämlich mit Puzzle & Dragons. Alter Schwede, das kommt jetzt aber nicht sein. Habt ihr gesehen, wie nah ich da dem Dings war? Oh, Backe. Okay, dann versuche ich jetzt mal über die rüberzukommen. Aber das ist wirklich lustig. Scheint von irgendeinem Flughafenteam gemacht worden zu sein, der Level. Gefällt mir eigentlich. Ist eine nette Idee, auch wenn ich jetzt keine wirkliche Parallele zu irgendeinem Mario-Spiel erkennen kann. Okay, aber das Kostüm ist in Schwarz-Weiß auf jeden Fall lustig. War das vor? Nein, ich glaube, das war nach Super Mario Bros. Auf dem NES, Super Mario Land. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich dazu jetzt überhaupt nichts sagen kann. Ich weiß nur, dass es halt in dem Spiel darum geht, Prinzessin Daisy vor irgendeinem Außerirdischen zu retten. Ich glaube, Tatanga hieß der. Ja, wie lustig. Denke ich mir ja, da war ja ein Loch. Okay, zwei Amiibo-Kostüme scheinen noch mit dieser Welle zu kommen. Ob es noch bis 130 weitergeht, wer weiß. Wenn ich mir die Typen so anschaue, die Nintendo-Typen, was die alles online stellen, kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber war auf jeden Fall witzig. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Halt. Das wollte ich euch ja noch kurz zeigen. Sekunde. Die ID von meinem Paper Jam Level. Moment, da haben wir es. Ganz genau. Jetzt könnt ihr ihn auch spielen. Habe ich eigentlich dann letztendlich, oh, der Robin hat ihn schon gespielt. Habe ich die ID dann eigentlich in die Beschreibung geschrieben? Weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Apropos Robin, von dem, der hat auch wieder ein Level gemacht. Den schauen wir uns an. Angeblich soll er etwas schwer sein. Bomb Terror Deluxe for Bros. Ein Glück, dass ich den Wii U Pro Controller zum Steuern verwende. Ja, wie gesagt, Super Mario Land 2 fand ich recht lustig, wo Wario mal der Bösewicht war. Das war ja angeblich auch in irgendeinem Smash Bros. Halt, ich glaube, in dem einen im Story-Modus. How deep you get into the cave? Can you find the treasure? Good luck. Das klingt aber spannend, tja. Und Super Mario Land 1 habe ich nie richtig mögen. Warum? Fragt mich nicht. Na gut, wahrscheinlich würde es mir ja gefallen, aber ich habe es halt nie gespielt. Warum? Da könnt ihr mir jetzt Löcher in den Bauch fragen. Aber, oh! Oh, okay. Moment. Springen wir mal hier und da. Genau. Welcher Weg ist der richtige? Aber so schwer ist das jetzt eigentlich nicht. Wieder immer so lustig die Sachen runterfallen. Okay. Moment. Die Feuerblume ist hier natürlich praktisch. Oh. Wo kommt denn der Käfer auf einmal her? Ach so, der ist da rausgekrochen.
Moment mal. Hau. Wow. Wow. Hey. Okay, das war aber doch nicht schlecht. Moment mal. Dann, okay, wir müssen uns hier scheinbar jetzt durchspringen, aber so schwer ist das jetzt eigentlich gar nicht, wie er gesagt hat. Okay, wir müssen halt aufpassen. So, Feuerblume, weg mit der Pflanze. Okay, aber der Level gefällt mir eigentlich auch mit den Randdetails, diese, wie nennt sich das? Diese Diamanten am Rand. Wow, aufpassen. Okay, Feuerblume. Ich verbrauche ganz schön viel Feuerblumen. Okay. Oh! Oh, okay, aufpassen. Mann, oh Mann, gar nicht mal so einfach. Okay, der Wiggler da unten wirkt irgendwie so klein. So, okay, okay, das ist aber unfair. Okay, bitte nicht noch einen. Oh, Backe. Oh, ah, explodiert so schnell. Oh, das war jetzt aber unfair. Da ist man ja richtig eingesperrt. Okay, dann eben nochmal. Erinnert aber irgendwie an so eine alte Mine. So ähnlich wie die aus Luigi's Mansion 2. Oh, die war cool. Die war wirklich cool, diese Mine. Okay, und gleich mal einen Bob-Omb auf den Schädel. Das kann's nicht sein. Oh, oh, Schnellfeuerblume. Mann, oh Mann, hier gibt's aber für meinen Geschmack zu wenig Items. Wow, meine Güte. Wieso werfe ich den eigentlich? So. Da wäre die Feuerblume gewesen. Oh Mann, das Fiese ist halt, man weiß nie, wann die Gegner von oben kommen. Man kann sie ja nicht sehen. Das ist meiner Meinung nach das Schlimmste. Wehe, der hat keinen Checkpoint, der Level. Ich bleib sicherheitshalber dastehen. So? Ja, ist eh besser so. Welcher von den Lakitus da oben wirft eigentlich die blöden Geladenen? Das kann's jetzt aber nicht sein. Das kann's nicht sein. Habt ihr das jetzt gesehen? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin sogar hier im sicheren Bereich gestanden. Und er hat mich trotzdem getroffen. Okay, das war keine gute Idee. Okay. Moment, da kommen welche. Na, sehr gut. Diese Geladenen laufen eh nach unten. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Oh nein, das wollte ich nicht. Backe. Wow. Oh, ist ganz schön schwer. So, ich kann die halt nicht richtig nach unten kriegen. So, Moment. Ja, sehr gut. Schnellstens rauf. Und unser Freund hier. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Na toll, mein schöner Reserve-Dings. Okay. Der da, na die geladen, auf deren Hilfe kann ich verzichten. Mann, oh Mann, die sind aber ganz schön viele. Gegner, was soll das hier darstellen? Wirklich so eine Art Mine? Das wäre eigentlich halbwegs cool, wenn es nicht so schwer wäre. So. Oh. Boah. Oh oh. Ja, jetzt hätte ich den Pilz gut brauchen können. Oh, Backe. Ich sehe eine rettende Feuerblume. Aber an die ranzukommen, entspricht einem Ding der Unmöglichkeit. Was hier alles herumkreucht und fleucht. Na Mario, schaust du verdutzt. Halleluja, Feuerblume. Ich habe jetzt nichts gesagt, weil ich mich konzentrieren musste. Okay, die kann ich, glaube ich... Oh, das kam gar nicht mehr dazu. Oh, meine Güte. Wow, oh, was fliegen da eigentlich immer so doof Schilder runter? Ja, ich weiß, das ist einer von den Soundeffekten, aber irgendwie mag ich den nicht richtig. Sagen wir mal so. Oh, wie lange soll das noch so gehen, wenn ich fragen darf? Wie lange soll ich noch versuchen, mich da den Bombenhagel auszusetzen? Gibt es da irgendeine Art Abkürzung? Er hat ja gesagt, wie tief kannst du in die Höhle vordringen? Gibt es da eine Art Abkürzung oder was? Moment, den spreng ich mal. Den, ja, der, Moment, du kommst jetzt her. So, au, ruck. Da auch ein bisschen am Rand springen. Jetzt gehen wir mit System vor. Ich habe irgendwann mal einen ähnlichen Level gespielt. Aber nicht von einem meiner Fans, sondern halt von irgendjemandem halt. Und meine Güte, der hat mich jetzt fast erwischt. Die kommen auch so dämlich von oben herunter. So, genau, jetzt nach unten. Oh, oh. Moment, mit dem hole ich mir die Feuerblume. Das kann es nicht sein, die wurde nicht mal richtig herausgesprengt.
Okay, aufpassen. Halleluja. Aufpassen. Oh, oh, aufpassen. Aufpassen, habe ich gesagt. Okay. Heiliger Bimbam. Habt ihr es gesehen? Ich hab sie doch berührt. Mann, oh Mann. Wow, wie lange soll ich noch als Bob-Omb-Zielscheibe dienen? Ne, wirklich. Langsam wird es langweilig. Ja, wirklich langweilig. Nicht nervig, sondern echt langweilig. Irgendwie bin ich auch überhaupt nicht sauer. Ich bin einfach nur gelangweilt. Weil hier jetzt... Oh, ich war irgendwie in keinem der Mario Maker Parts bisher so entspannt wie in dem. Und habe mich auch noch nie so wenig darüber aufgeregt, dass ich ein Level nicht schaffe. So, Pilz. Oh, ich bin bisher gar nicht schlecht vorangekommen. Und wenn man das sagt, passiert immer gleich was. Ich krieg nie mal eine Chance, mir die... Oh. Meine Güte. Warum müssen die Level vom Robin immer so schwer sein? Sind die Schweizer alle so Hardcore-Zocker? Moment. Mit den Feuerbällen kann man das hier halt einfach steuern. So. Es gibt hier zwei Wege. Hm? So, nach unten. Nach unten. So. Und ab mit euch. Ich sagte ab mit euch. Gut. Die Käfer. Die Pickelkäfer. Spike Tops, oder? Ich vergesse immer den offiziellen Namen von denen. Moment. Ich wollte, dass er den Käfer mitsprengt. So, hier. Genau, jetzt die Feuerblume frei machen. Ich sagte, die Feuerblume frei machen, obwohl der jetzt eh frei gesprengt. Moment. Wow. Aufpassen. Die Bob-Oms hätte aber wirklich vielleicht mehr aus Röhren kommen lassen. Das wäre eine tolle Idee gewesen. Und das kann es jetzt nicht sein. Alle Heps. Und meine Güte. Denen kann man ja gar nicht richtig ausweichen. Mensch, Mensch, Mensch. Moment. Die rennen alle so doof in die falsche Richtung. Moment, ich frag's mal da. Okay, da hätten wir... Okay, Moment. Der Weg wäre jetzt sehr schön frei. Moment mal. Okay. Die Bob-Oms, die laufen aber auch so blöd. Moment, ein 1-Up. Bestimmt nur für die 100 Mario-Herausforderungen geeignet. Aber sag mal, wie hoch ist eigentlich die Chance, dass der Level bei den 100 Mario-Herausforderungen kommt? Sollt ihr eigentlich schon immer mal wissen. Okay, jetzt sieht's aber gut aus. Moment. Weg! Halleluja. Oh, ich trottel. Das war wirklich einfach nur trottelhaft. Oh! Oh, diesen roten kann man nicht trauen. Okay, oh. Hat mich der jetzt erschreckt. Komm schon. Okay. Eine Ladung warte ich sicherheitshalber noch ab. Meine Güte. Wow. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Hier müsste ich sicher sein. Ein paar Bob-Oms fehlen noch, aber die wandern jetzt scheinbar alle darüber. Moment mal, ich muss... Ja, aber ich glaube, das wird nicht sein. Oder doch? Manchmal... Jetzt kommen keine mehr. Wenn man will, dass sie kommen, kommen sie. Wow, okay. Ich habe mich zu früh geärgert. Auch nicht wirklich nützlich. Okay. Wow. Gar nicht mal einfach. Dass die Bob-Oms auf den Mannschaften rennen können, aber andererseits, das sind Bomben. Wow. Yep. Ui, 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 ui. Sprengt der die Piranha-Pflanze? Halleluja. Halleluja. Halleluja, ich bin drinnen. Bitte ein Checkpoint. Wow, Tatsache. Mann, oh Mann, das war jetzt aber echt großzügig. Wisst ihr was, die Feuerblume da nehme ich nicht. Wow. Halleluja, okay, ich nehme sie doch. Wow,
okay, jetzt wird's größer. Jetzt kommen auch Eisblöcke hinzu. Aber Eisblöcke werden ja von denen auch gesprengt. Das ist aber eigentlich auch eine Neuerung. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon mal in einem Mario-Spiel gab. Jetzt mit den großen Bomben, kommt es mir so vor oder wird es jetzt einfacher? Mir kommt schon so vor, dass es jetzt einfacher wird, oder? Ah, wäre schön, wenn beide gleichzeitig explodieren. Dann würden sie beide gleich viel freilegen. Mann, oh Mann, der Level ist aber cool. Fällt mir eigentlich. Und jetzt, wo er auch leichter ist und ich einen Checkpoint habe, macht es auch ganz viel Spaß. Ah, ich kann mich noch erinnern von einem seiner alten Level, also vom Robin. Da hat er ja, als es noch keine Checkpoints gab, mühsamst versucht, die Checkpoints halbwegs nachzusimulieren. Irgendwie hat es geklappt, aber irgendwie war es doch nicht das, was die Checkpoints sind, die wir jetzt haben. So, also rein da und freispringen. Okay, aber der Checkpoint hier war jetzt wirklich eine Wohltat. So, runter mit dir, Bombe. Runter! Ja, sehr gut, der hält auch noch. Wow. Und ich habe noch nicht meine Feuerblume verloren, sage ich doch, mit den ganzen großen Bomben. Und jetzt auch noch Monty. Wow. Ja, ein bisschen leichter ist es, ja wirklich. Kommt mir wirklich leichter vor. Andererseits, ah, ist ja die falsche Richtung, fällt mir gerade auf. Da drüben geht's ja hin, da wo der Hammerbruder ist. Na toll, Hammerbrüder, wo wir gerade davon reden. Moment. Oder geht's unten? Nö, unten geht's. Da unten ist sogar eine Falle. Wenn die dann da das wegspringen, dann sieht man dumm aus der Wäsche. So, komm, nach rechts möchte ich, dass ihr sprengt. Nach rechts, nach rechts. Die großen kann man aber nicht nehmen, oder? Denke ich mir. Hopp. Ah, ich muss wieder zurück. Und von der anderen Seite aus weitermachen. Von hier aus. Wirklich wie Minen arbeiten. Ja, wie komisch. Fällt mir wirklich. So, weg mit dir, Bombe. Wow. Na, ich kann mich erinnern, in New Super Mario Bros. DS, da gab es ja diese Bob-Oms, die ein bisschen komisch aussahen. Kannt ihr die noch? Kennt ihr die noch? Kanntet ihr die noch? Irgendwie komisch. Okay, Moment. Dieser Bob-Omb kommt jetzt, ja. Ja, zu mir. Nein. Okay, der war aber gut gezielt. Gut gesetzt. Oder auch nicht. Mann, oh Mann. Höchste Konzentrationsstufe ist hier gefragt. Aber ich werde den schaffen, den Level. Denn eigentlich ist er nicht schwer. So. Oh, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Bitte spreng was. Nur ein kleines Fitzelchen. Oh Mann, gab's denn hier keine Blume mehr oder so? Glaub nicht, oder? Na, endlich geht's mal weiter voran. Oder? Moment. Den Hammerbruder, der unten macht mich ein bisschen nervös. Der war jetzt aber äußerst doof platziert. Na toll, jetzt darf ich wieder ganz von vorne anfangen. Mann, oh Mann. Die Level von Robin, die sind zwar alle cool, aber sie haben einen Punkt, der mich etwas stört. Sie dauern so lange, dass sie den ganzen Part füllen. Okay, so. Genau. Ich würde vorschlagen, wir springen uns gleich irgendwie in die Mitte darunter. Wäre keine schlechte Idee. Also, ihr versteht, was ich meine? Nein? Ist mir egal. So, den Käfer. Ja, beide Käfer sind mal weg. Bin ja aber auch doof, dass man da irgendwie nicht raufkommt zu den Bomben. Ui. So. Die richtige Platzierung ist alles. Sieht jetzt irgendwie so aus, als würde er in der Luft schweben, der Bob-Bomb. Habt ihr es gerade gemerkt? So. Ja. Das ist nicht schlecht. Das ist schlecht. Dann holen wir uns mal eine frische Feuerblume. Ganz genau. Und die da unten sollten wir auch freilegen. Moment mal. Moment. Moment. Okay, ich stehe irgendwie noch. Meine Güte. Sag bloß, ich habe gerade eingebildet, der Hammerbruder wäre jetzt heraus. Wie ich Hammerbrüder hasse. Meine Güte. Aber da unten gibt es eh gleich eine frische Feuerblume. Oh ja. Halleluja. Wir müssen. Wo muss ich denn eigentlich hin, wenn ich fragen darf? Ich glaube einfach, ja, da unten hin. Ja, einfach nach unten arbeiten wahrscheinlich.
Bruder? Ja, genau. Ja, der Hammerbruder, er liest schon ein paar Mal raus. Aber richtig erwischen konnte ich ihn bisher noch nicht. Da ist er. Aber richtig erwischen kann ich den ja gar nicht. Wo bleiben denn die Bob-Oms? Denke ich mir ja. So. So. Oh. Na, jetzt sind sie schon zu groß. Jetzt sprengen sie nicht mehr richtig den Weg frei. Ich finde es auch so unrealistisch. Die sind so enorm groß, aber springen nicht richtig, aber springen in so kleiner Reichweite. So, komm. Lass mich hier wenigstens ein bisschen weiterkommen. Ja, das sieht. Irgendwie habe ich den jetzt kommen sehen. Ja, gut, die Füße habe ich oben gesehen. Uppacke, jetzt könnten die Bob-Bombs wirklich von überall auf mich herunterprassen. Und. Aufpassen. Moment. Wow, oh, der war gut. Der war gut. Okay. Ich muss irgendwie den Weg frei kriegen. Wow. Aber der Pop-Bomb, der sitzt gut. So. Komm schon. Der Hammerbruder ist so verlockend, dem eine auf den Schädel zu braten. Moment, alle Heps. So, das müsste ihn jetzt den Weg frei machen. Meine Güte. Oh, ich hätte irgendwie gerne, dass der Part dann bald zu Ende geht. Aber der Level, der braucht hier ja so lange. Ich mag keine langen Level. Ich weiß auch nicht warum. Aber der hier, der ist auf jeden Fall cool. Nur halt schwer. Und lang. Nein. Okay, wisst ihr was, wenn ich einmal noch erledigt werde, dann gebe ich auf, weil dann habe ich auch keine Lust mehr. Oh, oh. Moment, gar kein schlechtes Versteck. Komm schon, ich bin so weit gekommen. So weit und doch so fern. Wow. Backe. Ah, an den Lakitus könnte man es irgendwie erkennen, wo sie als nächstes hinwerfen. Moment. So weit bin ich gekommen. Okay. Nein, wisst ihr was? Der Level war eine tolle Idee, aber ich bin auch wirklich weit gekommen, muss man sagen. Aber nein. Wie lang wäre denn noch gewesen? Wollen wir mal schauen. Ein Abschnitt von denen wäre noch gekommen. Aber ich glaube, das meiste habe ich eh schon gespielt. War wirklich auch ein cooler Level. Hat mir richtig gefallen. Nur er war halt so schwer. Den Level habe ich gemeint. Hat er so versucht, die Checkpoints nachzustellen. Ja. Also er macht so lange Level. Die dann halt auf Dauer etwas schwierig sind. Aber auf jeden Fall eine tolle Idee. Gut, und im nächsten Part wird bestimmt wieder ein neuer Event-Level online gestellt sein. Waren auf jeden Fall tolle Ideen in dem Part, auch der Event-Level, aber naja. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss!